So, Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Dabei ist der Harald. Zack, hier ist er. Hallo, der ist ja gay. Jetzt ist es zu spät, na gut. Wir haben hier eine neue Bachsituation und wir möchten hier jetzt einfach mal gucken, ob wir in diesem Bachlauf hier in diesem Tal, was ist denn das alles? Alles Glimmer, oder? Ob wir da irgendwie einen Goldnachweis erbringen können. Wir haben jetzt, ich bin jetzt hier in mein Löchle gefallen, wie immer. Und das hier ist der Bachlauf. Ich habe hier gebuddelt. Der Harald hat hier gebuddelt. Und so sehen die Gesteine aus. Wir haben hier lauter Quarz. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier ein bisschen Gneis dabei. Und was anderes habe ich hier noch nicht entdecken können. Diamanten. Ja, und jetzt waschen wir die Rinne aus. Aha, schau mal her, das ist ja schon, das hat sich ja wirklich super konzentriert. Ja. Schau mal her, das ist ja geil konzentriert. Wirklich. Jo, der Harald, der macht jetzt halt hier die Rinne auf. Das ist übrigens eine Rinne für sehr schnelles Wasser. Self-made, ja. Ja, self-made, also selbst gebaut. Die hat hier 15 cm und vorne einen schönen Trichter. Und wir waschen hier nur mit einer kleinen Riffelmatte hier, das seht ihr ja. Und eben hier dieses Streckgitter grob. Ne? Gut, und jetzt gucken wir mal, was Sache ist. So, der Sergej, der macht jetzt hier den Clean-up. Und dann drückt uns mal die Daumen, dass wir hier einen Goldnachweis erbringen können. Wenn nicht, dann hat sich der Bachlauf hier für uns praktisch erledigt. Und wir werden dann weiter wandern. So, wir schauen hier mal so über die Schultern. Wartet, ich brauche eine gute Position. Ihr seid hier live dabei. Und wir haben noch kein Gold gesehen oder in der Rinne praktisch gefunden gehabt. Im Trichterlauf oder wie auch immer. Schau mal, da ist tief. Da kannst du reinmachen. Und schön klar auch. So, der Sergej, der wascht jetzt aus. Jo. Und dann drückt uns mal die Daumen, dass wir hier für diesen kleinen Bach, dass wir da eine schöne Rinne haben. Einen schönen Goldnachweis erbringen konnten. Hier ist sehr viel Granatanteile sind hier drin. Das sehe ich schon an den schwarzen oder an den Schmieresand. Oh, das ist ja wirklich fantastisch, Granat. Schau dir das mal an. Hier ist sehr wenig schwarzer Sand, sehr wenig Magnetite, sehr viel Granatanteile. Oh, da gibt es kein Gold drin. Ja. So, dann schauen wir hier so rüber. Oh, das ist aber ein starker. Ja, Plastik, ja, das ist alles so. Aber schwarzer Sand ist drin. Ist Gold drin? Okay. Ah, Sergej macht hier nicht die Leute verrückt. Ja. Der rote Sandanteil ist enorm hoch. Also viel Granat ist in diesem Gestein vorhanden. So. Wir können doch kein Gold entdecken. Wir brauchen irgendwelche Magnetitanteile. Wenn es geht, auch noch Hämatit. Oh. So. Und? Nichts. Ja, nichts. Ja, da kommt nichts raus, meine Lieben. Ja, Harald, kein Gold drin. Die beste Rinne kann nichts fangen, wenn nichts im Bach ist. Ja, richtig. Die beste Rinne kann nichts fangen, wenn nichts im Bach ist. Nee. So, Leute. Nichts drin. Wir haben hier einen sehr hohen Schwarzanteil, Schwarzsandanteil und einen sehr hohen Granatsandanteil. Aber das hier ist definitiv kein Goldlauf hier. Wir sind ja hier in so einem Tal drin. Dieser Bachlauf ist der Ablauf von dem Tal und der trägt kein Gold. Das ist der Schleichzigtal. Der Gunnar hat übrigens geschrieben, dass der hier ganz viel Schwarzsand braucht. Das kann man denen zusenden. Weißt du, welcher Gunnar das ist? Hier mit der, wo das Paydirt verkauft. Ja, ich hab den Post gelesen. Ja,
Er kann mal mit einem Lastwagen kommen, ich habe jede Menge. Also Gunnar, hast du gehört, du kannst mit einem Lastwagen kommen, ne? Zum Harald, das hier ist der Harald. Hallo. Ne? Und der hat einen ganzen LKW voll, ne? Musst du halt abholen. Jo Leute, also Goldnachweis ist nicht erbracht worden. Wie gesagt, ich habe hier nochmal gebuddelt. Ne? Hier hat der Harald gebuddelt und das Ganze sieht dann so aus. So sieht die Situation aus. Und wir haben hier keinen einzigen Goldnachweis erbringen können. Schwarzsand ist drin, dann haben wir hier einen roten Sand drin und das war es dann auch schon. Das ist übrigens der Ablaufbach. Wir sehen hier überall schöne rund geformte Felsen. Das heißt, dass hier mal eine ganz wilde Sache durchgelaufen ist. Also der Bachlauf hier war schon mal deutlich schneller. Das Ganze hier von hier nach hier so rüber, das muss mal irgendwie ein großer Ablauf gewesen sein, weil wir hier überall hier schöne rundgeschliffene Felsstücke haben. Und jo, was ich hier noch gefunden habe, ich habe ja hier auch noch ein paar Steine aufgeschlagen, was ich hier noch gefunden habe, ist ein schöner Gneis. Und in diesem Gneis der ist stark vererzt. Und ich habe auch in dem Gneis habe ich auch ein bisschen Kupfer drin finden können. Und das ist natürlich schön. Kupfer ist natürlich auch schon eine schöne Sache. Wo Kupfer ist, ist meistens auch immer ein bisschen mit Gold vorhanden. Ne? Muss, kann, muss nicht. Ne? Jo, gut. So, ihr Lieben, das ist hier eine interessante Morphologie. Die hat der Sergei auch schon detektiert. Wir haben hier eine schöne ausgespülte Gesteinsoberfläche, die hier mit einem Strudeltopf endet, unvollständig. Dann geht es hier weiter runter. Ihr seht es hier auch noch schön ausgespült. Die Kanten oder die Ecken sind schön rund. Und hier unten nehme ich mir nochmal eine Probe. Das schaut nice aus. Ja, und dann geht's weiter. Wünscht mir Glück. So, dann habe ich auch hier schon das erste Goldstückchen drin, ein guter Millimeter. Und hier bleibe ich jetzt mal weiter. Der Sergei hat schon die nächste Stelle gefunden. Die werden wir dann gucken, wie das da aussieht. Ne? Ja, hier dann praktisch die Probe entnommen, oberflächlich ein Stück Gold gefunden. Ein Millimeter, jetzt nichts Dramatisches. Hier müsste man ein bisschen tiefer gehen, aber das werde ich jetzt nicht machen. Wir sind ja hier nur zum Testen da. Hier nochmal zur Erinnerung, das ist die Situation gewesen. Den hier habe ich rausgezogen. Der ist hier schön limonisiert, also schön mit Eisen drin. Ja, und das Interessante ist, dass die Frage ist ja immer, wie solche Oberflächenformationen im Gestein, im fließenden Gewässer entsteht. Und hier seht ihr das. Ja, wie das schön ausgespült wird. Mal leicht zu erleben, ne? Das ist schon gigantisch. Weiß der Geier, wie lange dieses Grundgestein hier oder dieser Fels schon drin liegt? Das ist übrigens ein kompletter Zug, der links und rechts hier praktisch entlang marschiert. Und dieser Bereich ist hier am tiefsten eingeschnitten. Deswegen ist der ja auch so interessant für uns, ne? Und hier sieht man das schön, jo, herrlich, ne?